Okay, Berner will jemand mit uns reden. Frag mich, ob es bloß auf der Katzmaradenalm ist oder tatsächlich irgendjemand. Wir schauen gleich mal. So, du da. Ja. Okay, was willst du? Neue Jagdtechnik. Was für eine? Jetzt bin ich gespannt. Jagdtechniken. Keine für mich. Okay, schade. Das war aber nicht der Einzige, der mit uns reden wollte. Oh. Okay, war bloß ein mächtiger Lag. Mehr nicht. es ist nicht überall, also es ist nicht die Hauskatze. Dann muss es hier irgendjemand sein. Naja, du da. Was willst du? Einfach bloß Kameradenschein? Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso gleich zweimal Lags? Geschenk. Ein Trainingshandbuch. Aha. Bericht über die Abenteuer eines fällen Veterankriegers erhöht den Trainingseffekt. Ach so. Das ist interessant. Kann ich also nutzen, um meine Fällen besser zu trainieren. Okay. Muss ich nämlich auch nochmal machen. Fällen trainieren, Fällen, vor allem natürlich auch wieder ausstatten mit Rüstung und sowas. Das ist alles solche Sachen, die ich dann mal machen muss. Aber gerade eben habe ich dafür auch keine wirkliche Zeit gefunden. Deswegen laufen sie gerade noch in ihrer Anfangsrüstung rum. Kommt aber bald. Keine Sorge. So, wir gehen zurück nach Pocke. Ich will mit der Gildenangestellten nichts mehr zu tun haben. Und dann schauen wir mal nach der nächsten Quest. Ich bin gespannt. Jetzt sollte er eigentlich wieder Ödnisinsel kommen, oder? Von den Quests her. Oh. Wirbeln des Windes. Jage ein Nagakuga. Wieso immer diese... Okay, im Jura-Grenzland. Das ist dann wieder sowas, wo die ein bisschen stärker ist. Weil mir wurde geschrieben, dass der zweite Nagakuga scheinbar ein bisschen stärker sein sollte, ja. Von dem her, wie gesagt, das ist dann halt sowas. Aber es ist halt irgendwie echt immer ein bisschen ätzend. Wenn halt dasselbe Vieh dann zweimal hintereinander besiegt. Ja gut, ich meine... Irgendwann muss ich es besiegen und dann kann ich es jetzt eigentlich auch gleich machen. Nee, Pyrite Brachse will ich nicht. Oh, verdammt, beide sind nicht frisch. Hier ist gar nichts frisch. Der Wüstenbratreis, der ist ja aber... Ach so, der gab's... Nee, das kann ich nicht tun. Das ist extrem wenig. Muss ich so probieren. Bin ich mal gespannt, wie viel der dann aushält, wenn der ein bisschen stärker ist. Oh, wenigstens eine Verteidigung plus 2. Wie gesagt, ich könnte jetzt natürlich auch andere Sachen machen, aber ich bin da halt immer so der das eigentlich durchgeht. Könntet ihr mir theoretisch mal sagen, habt ihr es lieber, wenn ich jetzt die Quests hintereinander mache, dass ich die zwei Mods dann halt direkt hintereinander kommen? Oder dass wir dann lieber ein paar andere Quests machen und dann halt später nochmal das Monster? Das wäre mal eine interessante Sache. Weil ich sage jetzt einfach mal, dass ich jetzt mal die anderen Viecher mache, damit es ein bisschen, damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Aber so generell würde ich jetzt einfach den Najaralla nochmal, Nagakuga. Ich finde es furchtbar, dass die beiden so ähnlich heißen, aber den Nagakuga einfach nochmal jagen. Wie gesagt, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr es lieber habt. Weil es ist ja immer noch ein Let's Play. Du kommst genau richtig, Jäger. Wir haben hier zwei Königslutrufe bei den Nebelgipfeln, die dringend weg müssen. Ich komme nicht an die Supersprossen, solange die noch da sind. Okay. Wird erledigt. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer noch ein Let's Play und deswegen geht es darum, was die Zuschauer lieber sehen. Und ihr habt es ja jetzt gesehen beim Najaralla zum Beispiel. Dort habe ich es ja so gemacht, dass ich einfach beide direkt hintereinander gemacht habe. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen zwischendurch was anderes zu machen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir einfach mal sagen, was euch denn lieber ist. Oder ob es euch komplett egal ist. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ich mach's halt wirklich nach der Reihe durch. Viele Leute machen es ja auch nicht unbedingt nach der Reihe. Die ganzen Quests. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Weil wenn ich es halt die Reihe durchmache, dann kommt es halt mal öfters dazu. So, jetzt gehen wir auf die Jagd nach zwei Königslutrufen. Auch immer ein bisschen stärker, als man vermutet, die Königslutrufe.
Deswegen darf man die ja definitiv nicht unterschätzen, genau. Ähnlich wie die Langombis. Aber ja, das 2 Sinn sollte das eigentlich dementsprechend schnell gehen. Wir haben die starke Giftwaffe. Das heißt, wir können ein bisschen vergiften. Und dann war es das mehr oder weniger. Ich muss dann halt bloß auf das Dungbombing von meinen Katzen hoffen, wenn die beiden zusammenkommen. Falls sie denn zusammenkommen. Und dann sollte das hoffentlich passen. Wir werden mal sehen. So, Katze ist verwirrt. Ist da nicht irgendwo? Ja, aber zu weit weg. Da müsste ich echt wieder... Oh Gott. Au. Wow. Mit Verteidigung plus 2 macht das halt echt gar keinen Schaden. Das ist halt echt das Schöne. Deswegen liebe ich das zu essen. Gerade welchen solchen Sachen. Das sind Schaden, ich sag mal wirklich zu 90% negiert wird manchmal. Gut, es wäre jetzt nicht der übermächtigste Schaden gewesen von ihm, ganz klar. Es war theoretisch ein normaler Treffer, der komplett reduziert wurde. Du rollst dich darüber. Nee, darüber. Das habe ich jetzt gerade falsch gedeutet. Okay. Nein, ich wollte eigentlich das und dann wieder rein. Oh, das war normale Ludrufe, egal. Du erwischst mich hier nicht. Ja, aber heute irgendwie. Wow, wie er einfach beide erledigt hat. Schweif abtrennen. Okay, aber bloß einen von beiden. Na gut, das kriegen wir hin. Ach, ganz knapp. Wäre wenigstens nochmal ein Schlag auf den Schweif gewesen. Ja, komm. Nein, was ist... Ach, Mann. Ich hasse diese Gebiete, wo es dann bloß im ganzen Gebiet eine Stufe gibt zum Draufspringen oder sowas. Das ist echt immer ätzend für die Leute, die halt keinen Luftkampfstil oder Dings oder Glefe spielen oder sowas. Dort einmal drauf zu kommen, ist halt dann echt ätzend. Es gibt halt sehr viele Gebiete, gerade deswegen in alten Gebieten, die ein bisschen aufgefrischt wurden, die haben halt oftmals auch ziemlich wenig von diesen Gebieten. Klar, sie haben welche, was ja natürlich sehr schön ist, weil ansonsten könnte man das gar nicht machen. Aber halt nicht so viele. Das ist immer ein bisschen ein Problem, finde ich. Ach, bloß der zweite getroffen. Schade. War ich ein bisschen zu weit weg. Oh, das ist doch mal gut. Da steht es doch mal richtig. Na gut, toll. Hat trotzdem nicht gereicht. Ja, nein, nicht da. Okay, da drüber ist... Ja, nicht in die Richtung. Du dummes Vieh, du. Will das aber auf den Schweif gehen? Das lasse ich jetzt so nicht mit mir. Der war immer noch nicht vergiftet. Der ist echt schon so ein bisschen sehr stark gegen Vergiftung, nicht wahr? Das ist also dementsprechend schon blöd. Ah, jetzt ist er vergiftet. Ich muss mich immer bloß beschweren und dann passt das. Ich glaube, gelbe Schärfe habe ich ja ziemlich viel. Das heißt, das ist da nicht schlecht, wenn ich dort ein bisschen draufhauen. Ich meine, ich weiß wenigstens, welches der richtige ist. Und der andere zieht gerade ab. Okay. Perfektes Timing. Noch schöner wäre es gewesen, wenn der andere mich nicht gesehen hätte, aber naja. Man kann nicht alles haben. Nicht über dich drüber. Okay. Einmal drüber geschleimt. So. Jetzt geben wir dir aber den Rest. Zumindest hoffe ich das. Ich will jetzt wirklich keine 10 Minuten lang Ludrufe killen. Ja gut, 10 Minuten werden es vielleicht auch werden. Schauen wir mal, keine Ahnung. Wie gesagt, ist schwierig, das zu sagen. Gerade so bei Königsludrufen und sowas. Wie viel den jetzt noch aushalten. Landeladung und einfach... schade. Kann ich trotzdem weiter drauf. Komm, mach irgendwas... Ja, in der Richtung, genau. Sehr schön. Wie gesagt, war zum Glück bloß von einem. Die Krone haben wir schon, der... Schwamm sollte eigentlich auch schon ziemlich angeschlagen sein. Wow, in der Luft abgeblockt. Das war krass. Das war aber auch ziemlich gefährlich. Hat das getroffen? Ich glaube, eventuell. Sagen wir es mal so. Aber in der Luft abgeblockt. Das war natürlich heftig. Eine Millisekunde später und es hat mich getroffen. Und da humpelt er. Na, also. Das passt doch perfekt. Kann ich mir gleich den Schweif holen. Und dann erledigen wir den ersten voll. So, da. Sehr schön. Ah, je. Wie gesagt, wenigstens sind die nicht ganz so schlimm. Das ist echt bei den Langombis, die sind einfach manchmal so übertrieben stark. Vor allem in Doppelquests. Da hat man manchmal das Gefühl, dass es zwar eine Doppelquest ist, die aber trotzdem nicht schwächer sind. Dass halt beide wirklich so stark sind wie ein Einzelner.
Zumindest habe ich immer das Gefühl. So, komm ran. Gut, du hast es nicht zerbrochen. Nein, ich bin runtergefallen. Ich wollte eigentlich auf ihn draufspringen, weil ich Angst hatte, dass er es zerbricht. Wo gehst du denn hin? Hä? Was war das denn? Bist du kaputt? Oh Gott. Nein, immer dasselbe. Ich bin schon wieder nicht drauf. Ich habe währenddessen auch noch einen Käfer erledigt, okay. Den habe ich nicht mal gesehen. Ah, so ärgerlich, dass ich da jetzt nicht drauf gekommen bin. Wie es einfach nie funktioniert. Komm, dann nochmal eine Combo. Ah, das war der Schwamm. Okay, und das war der Königsloot. Nee, war es gar nicht. Wow. Ich hätte gedacht, dass es das gewesen ist. Na gut, Elanenladung und Sakura-Hieb spare ich mir hier jetzt. Das wäre jetzt natürlich noch ein bisschen übertrieben. Aber ich hole mir natürlich den Königsloot drauf voll. Außer er rennt jetzt weg. Na gut. Wir haben ihn eigentlich trotzdem. Oh, das ist gleich der zweite. Ein Schlag noch. Willst du mich verarschen, Königsludorf? War ja klar. So, lass mich dich aufschneiden. Hallo? Danke. Dann können wir uns den nämlich noch kurz holen. Und dann... Okay, dazu hat er uns gesehen. Nicht schlimm. Wir hauen nochmal den zweiten Mini-Wettstein rein. Okay, maximal Schärfe haben wir. Und jetzt können wir eigentlich gleich mal voll draufhauen. Zack und zack. Sehr schön. Das soll schon mal gut Schaden gemacht haben, solange wir noch rot haben. Jetzt Elanenladung. Und dann einfach kräftig draufhauen. Das hat uns auch wieder rot gegeben. Und jetzt machen wir halt unendlich viel Schaden mit rotem Elan gleich. Das ist halt... Das ist echt krass. Ich müsste bloß mal wieder die Abschlusskombo bekommen, damit wir das Rot auch behalten. Das ist ja mehr oder weniger das Wichtige an der Elanentladung. Auch mal den Wirbel hinzubekommen, aber ja. Jetzt schon mal der erste Agro-Zustand ist doch auch eine gute Sache. Oh. Und die Dinger machen halt überhaupt keinen Schaden mehr jetzt mit der neuen Rüstung. Sehr schön. Habe ich das gleich wieder ausgeglichen. Die Elan-Entladung, dass mir da der Elan-Modus fehlt. Wunderbar, das läuft gerade eben ziemlich gut. Ich habe den Sakura-Hieb schon wieder, was zur Hölle. Und er ist gleich vergiftet. So, Angriff. Oh, okay. Gut, dass du dich so rumgedreht hast. Nice. War das eine Krone eventuell? Kann es jetzt gerade schwer sehen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir den Rest noch auf den Schweif und dann war es das wahrscheinlich auch schon fast. Das ist es ja. Ja. Da nochmal ein, zweimal rein. Jo. Die Ladung sollte ja fast wieder bereit sein. Das ist ja das Schöne. Ja, nice. Wunderbar. Perfekt getroffen. Da nochmal aktivieren wir das gleich. Obwohl, nee, er ist gerade nicht agro. Das heißt, wir können das gut ausnutzen. Auch wenn die Schärfe gerade eben nicht mehr unbedingt mitmacht. Ein bisschen Schaden geht eigentlich immer. Und ich habe jetzt eigentlich auch keinen wirklichen Respekt mehr von den Dingern. Weil sie halt gar keinen Schaden machen. Humpelt er etwa schon? Das ist doch nur Humpeln. Wow. Königsloot drauf, der nach ein, zwei Minuten rumhumpelt. Den haben wir zerlegt. Das waren aber auch fiese Kombos dabei. Okay, sehr schön. Na gut, wir haben jetzt halt nichts von ihm zerstört, aber wie gesagt, das war halt... Oh nein. Komm, Sakura-Hieb. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Ich wäre sehr viel sinnvoller... Da ist der Schweif. Okay, nice. Eigentlich wäre es sehr viel sinnvoller gewesen zu schärfen, aber ich glaube... Mit dem Zustand gerade eben können wir auch ohne Schärfen den Königsloot voll erledigen. Er hat ja schon gehumpelt. Das ist es ja. Landung braucht noch eine Weile. Und wenn ich da in die Ehrenweichteile gehe, ja, dann komme ich immer noch durch. Also im Kopf komme ich immer noch durch, okay. Zumindest mit Elan. Au. Ah, gut, jetzt tritt er ein bisschen hohl, aber ich meine, er hat auch immer noch den Giftschaden. Das darf man auch nicht vernachlässigen.
Der macht ihm ja auch dauerhaft noch Schaden drauf. Ja, wahrscheinlich nicht mehr lang, aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Und das war's. Nice. Sehr schön. Das war eine gute Quest. Auch gerade wieder 10 Minuten. Passt eigentlich ziemlich gut von den Zeiten immer. Gefällt mir. Können wir noch aufschneiden. Wobei, eventuell für eine Wasserwaffe. Ich bin mir nicht sicher, was man aus ihm alles machen kann. Muss ich vielleicht nochmal ganz genau nachschauen. Das sind ja so die ersten paar Wasserwaffen, die man sich machen kann. Gerade aus Ludrov. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich würde, wie immer, eigentlich ganz gerne in die Elementrichtung gehen. Jetzt habe ich gerade Gift, was eigentlich dementsprechend unüblich ist für mich. Aber die Giftwaffe war halt ganz gut und hat mich da gerade so angelächelt. Hatte ich auch alles schon parat und musste nichts farmen. Das war also das und sie war halt irgendwo ein bisschen besser als mein Dings, als mein Mufa-Stab. Ich brauche halt dringend das Drachenid-Erz. Ich bin mir nicht sicher, Drachenid-Erz ist eigentlich ja immer High Rank. Kann aber sein, dass hier kein G-Rank gibt, dass wir eventuell im Vulkan schon Drachenid finden. Wäre natürlich eine coole Sache. Wobei, ich glaube sogar, dass in 4 Ultimate damals oder so, irgendwo glaube ich mal, hat man mal, glaube ich, gesehen, dass Drachenid auch schon im Low Rank verfügbar war. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Könnte in 4 Ultimate sein. Ich will da jetzt nicht lügen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon mal so war. So, das sieht doch auf jeden Fall schon mal besser aus. Gut, ich meine, es waren 2 Viecher, ja. Aber das sieht doch schon mal nach einer größeren Belohnung aus. So, Königskaktus, aha. Ach so, ach ja klar, der Kaktus, genau. Wo ich mich so drüber gefreut habe, einen Kaktus zu bekommen. Ja gut, schauen wir mal, was wir aus dem Kaktus machen können. Ich hoffe mal nicht, dass er ganz so unnütz ist. Und uns irgendwas hilft.